Hallo und willkommen zu einem neuen Video von MindsD. Diesmal geht es um die häufigsten Todesursachen von Ameisen. Und das ist ein nicht unwichtiges Thema. Von daher auch mal einen Überblick zu haben, was kann ich denn überhaupt alles komplett falsch machen, grob überschlagen. Vorab geschlossene Reagenzgläser, ich habe es auch natürlich geordnet. Oben sind die Punkte, die am häufigsten auftreten, unten die relativ wenig auftreten. Die Krankheiten sind irgendwo mittendrin, die kann man schlecht einordnen. Geschlossene Reagenzgläser haben Bakterien, sind geschlossen, da ist keine Luftzufuhr möglich. Ameisen können nicht abhauen, falls irgendwas schief läuft. Nicht empfehlenswert, bitte immer offen lagern. Habe ich schon oft erwähnt. Manche Arten vertragen auch keine Reagenzgläser im Endeffekt dann. Wie Capitulus nigriparensis über längere Zeit ist es einfach für die absolut nicht optimal, im geschlossenen Reagenzgläser zu halten. Mögen die auch nicht. Auch diese geschlossenen, vor allem nicht dann auch irgendwo in noch dieses geschlossene in irgendeinem Schrank reinlegen. Der Schrank ist oft auch noch stückig das Holz behandelt, lackiert. Das ist halt auch innen drin die Luft nicht das Beste. Wirklich am besten, wenn es geht, offen irgendwo in der Box aufbewahren mit ein bisschen Bodengrund. Dann falsche Nester, Baumaterialien ist ein wichtiger Punkt. Falsche Nester, also die Tiere müssen sich wohlfühlen. Das kann einfach mal vorkommen. Ameisen sollten sich auch im Nest wohlfühlen. Das heißt, die richtigen Bodenstoffe, Dekostoffe sollten verwendet werden. Und dass die Tiere auch ein bisschen angepasst natürlich leben können. Ansonsten kann es auch sein, die fühlen sich nicht wohl und können auch daher wegsterben. Kommt auch vor. Und vor allem auch in Verbindung mit Giftstoffen. Es ist auch ein häufiger Punkt, dass einfach Holz, zum Beispiel mal kurz gesagt, Holz ist ja oft auch lackiert aus dem Baumarkt oder Spanplatten sind gepresst, da sind ja verschiedene Leime drin eingearbeitet, da muss man aufpassen, verschiedene Stoffe. Deswegen sollte es nur natürliches Holz sein, also wirklich ganze Holzplatten im Endeffekt an Bretter, die nicht behandelt oder gepresst worden sind. Silikone, auch ein wichtiger Punkt, Aquariumsilikon bitte verwenden. Normale Silikone sind einfach schimmelhemmend und damit können die vor allem für kleine Kolonien oder einzelne Königinnen kann das sehr schnell tödlich wirken. Deko, genauso auch ein wichtiger Punkt. Deko aus dem Aquariumbereich, bitte sehr oft für Deko hergenommen, irgendwo gekauft in irgendeinem Dekoladen. Die Dinger sind lackiert. Ameisen orientieren sich an Pheromonen. Die haben oft sehr starken Eigengeruch. Das ist ein Punkt. Und auch gewisse Giftstoffe einfach, weil es oft ein billiger Lack ist am Ausland. Und daher bitte Dekostoffe aus dem Ameisenhandel benutzen oder aus Aquarienbereichen zum Beispiel. Alles, was wirklich dann einfach mit Tieren zusammenhängt, Tiershops im Allgemeinen im Endeffekt, dann sollten euch Deko anbieten, die dafür gut geeignet ist. Vor allem im Aquariumbereich ist wirklich alles, was Aquarium tauglich ist, ist definitiv auch für Ameisen geeignet. Vor allem im Aquarium merkt ihr das 10-mal mehr, sobald da was Giftiges drin wäre, werden die Fische hops. Deswegen seid ihr immer auf der sicheren Seite, was aus dem Aquarienbereich kommt und was halt auch die Shops für euch ausschreiben, ob das daherkommt. Und so hätte ich jetzt ja auch noch vermerkt gehabt, im Endeffekt dann ja zu krasse Lampen, einfach irgendwo dergleichen Strahler, die die Ameisen einfach wegblenden. Manche Tiere werden einfach inaktiv, wenn ein Strahler drin ist. Kommt auch oft vor. Dann dementsprechend, wenn es so nachts oder teilweise abends, nachts aktive Ameisen sind, dann kommt es auch vor, dass sie durch den Strahler einfach gestresst sind. Und das Nest so hell ist einfach dann ständig. Das Nest anfangs bitte abdunkeln, später gewöhnen sich die Tiere an die Helligkeit, aber kleine Kolonien, einzelne Königinnen sollten bitte komplett dunkel gehalten werden. Keine rote Folie, bitte komplett abdunkeln, rote Folie Spielerei. Ameisen sind nicht rotblind, kann man darüber streiten. Die wenigsten Folien würden auch den Faktor herbringen, auch wenn es ausgeschrieben ist. Das Licht im Endeffekt dann, aber Ameisen sind auch nicht wirklich rotblind. Also bis jetzt gab es schon Dokumentationen, die eigentlich das Gegenteil da behauptet haben. Es mindert ein bisschen den Lichtfaktor, aber bringt die Welt nicht. Stören der Tiere ist ein wesentlich wichtiger Punkt auch. Habe ich auch sehr viele Kolonien aufgearbeitet. Mir sind selbst viele dieser Fehler selbst auch passiert anfänglich. Also niemand ist da wirklich Gott. Und passieren bis heute noch mehr auch genauso viele Fehler, weil man auch viele Dinge einfach zu hektisch macht. Störende Tiere bin ich genauso am Anfang dabei gewesen. Ich habe einige aufgearbeitet, selbst meine Adler ständig nachgeschaut, was er im Becken gemacht hat. Die Adler hat sich irgendwo versteckt. Also auch sind Ameisen unter der Baumrinde. Schau, schau, schau. Oder ins Nest reinschau. Reagenzglas rausheben. Zack, nachgeschaut, nachgeschaut. Kleine Kolonien sind sehr empfindlich. Von daher, oder einzelne Königinnen, bitte entlassen. Große Kolonien sind ja sehr unempfindlich. Später mal, die könnte schon ein bisschen öfter stören, aber wie ab einer gewissen Workeranzahl, dann geht's. Anfänglich bitte die Tiere in Ruhe lassen, selten nachschauen. Jeder will nachschauen, verstehe ich auch vollkommen. Ab und zu ist es ja möglich, aber bitte möglichst selten einfach. Dann. Nestveränderungen ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ihr wechselt das Nest, das kann irgendwo sein, das stresst die Tiere meistens ungemein. Die müssen sich dann wieder erkunden. Das ist für die auch meistens Stress pur. Je nach Art auch sehr unterschiedlich. Und ja, auch Reagenzglaswechsel, solche Sachen, bitte. Habe ich damals schon ein Video gebracht. Bitte am besten lassen, nur wirklich in Ausnahmefällen. Stickige Luft im Becken ist auch ein wichtiger Punkt. Tränke läuft euch aus. Gibt es ja verschiedene Variationen. Entweder läuft sie so aus oder sie läuft aus, weil die Ameisen eher daran stapeln. Deswegen Tränke möglichst hochstellen, falls es der Fall ist. Und dann ist das Becken sehr feucht auf die Schnelle. Und kann passieren, wenn ihr zu wenig Gase droben habt. Meistens Becken mit Bohren reichen meines Erachtens nicht aus.
dass einfach das ganze Becken dann kippt. Ihr habt ein Reagenzglas drin liegen, Ameisen tot. Das kann sogar so weit gehen, hatte ich auch schon. Also da war ich selber oft schon erstaunt. Man hat ja wenig Platz daheim, ist ja oft so. Man hat ja nicht die riesen Anlage, dass sogar wenn dieses Becken komplett irgendwo mit Wasser versehen ist, dann sind auch meistens Futtertierreste irgendwo drin, dann kippt das Ganze. Ihr habt einen sehr, sehr modrigen Geruch. Dann geht es sogar durch den Schlauch durch, bis ins Nest. Und die Ameisen im Nest sterben auch. Da gibt es eine kleine Abhilfe deswegen mit Belüftung. Ihr könnt genauso Schlauchbelüftungen benutzen zwischen den Schläuchen. Ab einer gewissen Länge ist es wirklich sehr wichtig, das Thema. Wenn ihr die nicht kaufen wollt, dann baut die euch selbst nach Möglichkeit. Müsst auch machbar sein mit rausschneiden und dann Gase von außen mit Heißkleber aufkleben auf die Schläuche. Bitte macht es einfach, dass die Schläuche auch belüftet sind. Vor allem längere Schläuche einfach. Die sind stickig, die Ameisen legen drin Brut ab. Da geht es schon los. Und ihr habt große Kolonien, die sehr viel Brut haben. Irgendwann mal als Nest ist voller Brut und so weiter. Und dann reicht schon oft einiges an Feuchtigkeit und alles kippt euch und ist von heute auf morgen tot. Keine Seltenheit. Selbst große Kolonien sind somit schon teilweise verendet. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man einfach diesen Punkt vermeidet. Geringere Temperatur und Temperaturschwankungen ist ein Thema auch. Vor allem bei Exoten. Ich merke es immer wieder, ich habe eine Exotenart gekauft. Leute, die brauchen wirklich warme Temperaturen. Wenn es mal wirklich jetzt kühler ist, passiert jedem, klar. Aber wenn es halt geht, 25, 26 Grad wären optimal. Die verfallen in Diapause, die werden inaktiv und holen sich auch meistens weniger Futter. Und das ist einfach nicht das Optimum. Die entwickeln sich dann kaum. Irgendwann sterben die Arbeiter weg an Altersschwäche und die Königin sitzt noch drin. Oft und ja, dann habt ihr das Problem. Deswegen möglichst warm halten und möglichst Temperaturen auch gleich halten. Nicht gigantische Schwankungen haben. Abends kann es ein bisschen kühler werden, aber auch nur 2-3 Grad bei Exoten. Es sollte sich mal gut im Rahmen halten, dass sie schön warm haben. Mit einem Heizkabel oder Heizmatte, womit ihr auch immer arbeitet, aber bitte die Temperatur, wenn es geht, schon gut und stabil halten bei Exoten. Ameisensäure, Vergasung im eigenen Nest, ist mir auch schon mal passiert. Ich habe schon viele der Sachen selbst gemacht, habe ja auch in 1000 Variationen die Ameisen, muss man dazu sagen, gehalten in verschiedensten Becken. Ja, Fütterung rein, lebende Schaben ins Becken reingeschmissen. Schabe läuft dann durch den Schlauch, zack, 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 ins Nest rein. Ja, Campanotus oder andere Arten, die Ameisensäure haben, geht ruckzuck. Ja, Campanotus sitzt jetzt in Campanotus im Nest drin, weil ihr Nest verteidigen, Schokoschabe rennt drin rum oder was auch immer. Ameisensäure wird gespritzt, zack, zack, zack. Im Nest ist dann auf einmal eine Klimatik, die dann fast alle Ameisen umbringt oder komplett umbringt. Das passiert dann auch teilweise. Und von daher, Futtertiere sollten so gefüttert werden, dass es nicht zu viele sind. Das halt auch ein bisschen ausgeschlossen werden kann. Man kann sich immer aber zumindest in der Regel, dass nichts wirklich in den Schlauch reinläuft und ins Ameisennest reinläuft. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten Krankheiten. Krankheit ist ein Punkt, den kann man schlecht einordnen. Ich würde ihn trotzdem bei Kleinkolonien, das ist je nachdem, also bei Kleinkolonien ist er sehr häufig. Ameisen werden oft krank. Definitiv kleine Kolonien, das kann man ein bisschen verhindern, indem man vorwirkt, nicht zu bakterieller Haltung, also das heißt mit viel Frischluft, allem drum und dran, so ein paar Punkte daran arbeiten. Aber bei Kleinkolonien, Königin, kommt es nicht selten vor, dass man eine Königin krank wird, verstirbt und auch mit ihren Arbeitern und so weiter. Das kann man immer schlecht einschätzen, woran es dann wirklich gelegen hat. Ist ein schwieriger Punkt. Bei Kleinkolonien ist er sehr häufig, ist er fast hier oben mit einzuordnen. Bei großen Kolonien kommen Krankheiten sehr wenig vor. Also große Kolonien sind sehr stabil. Ich habe selten Verluste von sehr großen Kolonien. Hingegen kleine Kolonien sterben halt doch recht häufig. Gut, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen. Na, man muss wirklich dazu sagen, ich habe viele dieser Fehler auch selbst begangen. Also niemand ist Gott. Und auch mal wer behauptet in der Ameisenhaltung, oh, ich weiß doch alles. Leute, vergesst die Leute. Jeder macht Fehler, ich mache auch Fehler. Und man macht bis heute noch kleine Fehler. Meistens, ich mache schnell, schnell, schnell irgendein Nest. Zack, habe ich irgendwas vergessen gehabt. Ein Punkto, sei es mit der Feuchtigkeit oder irgendwas dergleichen. Und dann sind die Ameisen futsch. Deswegen, man lernt ja nie aus, jede Ameise ist doch ein bisschen anders und wir wollen ja das Tier richtig halten, wir wollen ja keine Verluste, wir müssen immer wieder dazulernen und auch mal sich selbst daran erinnern, woran kann es liegen, dass die Ameisen mal sterben könnten, dass alle Faktoren ausgeschlossen sind, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn keiner von uns ist perfekt, definitiv, und das kostet auch wirklich, es ist schade um die Tiere, das ist ein wesentlicher Faktor, zweitens kostet es auch Geld und auch Zeit und das muss einfach nicht sein, von daher immer wieder die Punkte in den Kopf rufen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Das sind so die häufigsten Todesursachen nach meiner Sortierung, was mir so aufgefallen ist. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Dann. Viele Grüße von eurem Mainz-Team.